kleine Runde vor der Haustür. Heute mal wieder mit Martin. Grüß euch. Und mein Chef hat gerade die Woche in die Gruppe geschrieben, was machen zwei Blondinen im Wald? Die suchen einen Christbaum und nach 2 Stunden sagt die eine zur anderen, nehmen wir doch einen ungeschmückten mit. Aber hier hätten wir auch die geschmückte Variante gefunden. Ja, das ist schon immer sehr cool. Traditionell da, der Baum, also der hat es jedes Jahr, dass man da aufradeln, ist der geschmückt. Finde ich echt cool. Finde ich voll nett, dass sie das so tut, weil es nicht selbstverständlich ist. Ja, und es wird auch wieder entschmückt. Also genau. Das ist jedes Jahr der gleiche Schmuck. Das ist natürlich Ostern sind die cool. Osteraugen. Stimmt. Die machen so Ostern, ja. Also das ist wirklich sehr coole cool. Sache. Uphill läuft. Wetter heute nochmal bombastisch, aber schon kühler. Also man merkt jetzt schon, der Winter naht. Ja, das ist von Zeit, ja. Aber echt idyllisch und niemand mehr großartig um. Trail uphill läuft, das ist immer geil mit dem E-Bike, da kann man einfach nichts anderes sagen. Ansonsten, jetzt wird es ganz schön windig, jetzt kommt das schlechte Wetter daher. Ist aber genau wie gemeldet, dürfen wir uns nicht beschweren. Da weiß man immer, was lauter heult, der Motor oder der Wind. Schaut aus wie Strada Militare, aber sein tut es unter Anführungszeichen nur alte Versorgungswege, weil das waren alles Almengebiete. Und da dieses Inntal ist ganz stark damit bestückt und da sieht man wieder mal, wie krass die Leute früher was Auto haben, wie wichtig die Almwirtschaft war und eigentlich wie das alles verschoben hat heutzutage. Das ist schon Wahnsinn, ja. Und das ist halt alles damals so gewesen. Unvorstellbar. Das ist schon so ein bisschen Winter Wonderland jetzt. Ja, das ist mega schön. Juhu, oben immer noch super Blick, aber wirklich kühl, windig. Und weil es alles andere als gemütlich war oben am Gipfel, haben wir dann recht schnell die Abfahrt in Angriff genommen. Der Trail ist mit mega Ausblick, zumindest im oberen Drittel, aber auch gar nicht so einfach und trotzdem auf jeden Fall mega, mega schön. Ja, wie ihr jetzt sicher schon mitbekommen habt, das Video ist nicht ganz aktuell, sondern irgendwann aus dem Dezember, ich glaube so Mitte, Ende Dezember war das, wo wir es gedreht haben. Ich bin einfach nicht zum Schneiden gekommen und es ist zu schön, um es unveröffentlicht zu lassen. Ist generell eine schöne Tour, jetzt geht sie wahrscheinlich gerade nicht, aber dann im Frühling auch wieder relativ schnell möglich, weil das doch die Sonnenseite ist. Voll. Yeah.
und einfach der Blick auf. Voll, ja. Thank you.
Wow. Boah. Haha, wow. Nach Hause. Mega geil war es, super trocken. Großes Kino, echter Wahnsinn. Föhn im Inntal ist im Prinzip das südliche Flair für die Armen, für uns da. Und ja, echt cool gewesen. Genau, ansonsten bis zum nächsten Mal. Wieder einschalten, freut uns. Tschüss.